Ich werde auch oft gefragt, wie ist es denn hier in Europa mit unseren Wurzeln, was sowas angeht wie ein Haka? Sprich, die Frage, die öfter auftaucht, hatten oder haben wir hier in Europa in unserer Kultur ähnliche Tänze? Die Antwort ist, leider ist davon wenig bis nichts überliefert. Wir können aber davon ausgehen, dass wir in Europa bei den Germanen, bei den Kelten etc. ähnliche Dinge auch hatten. Der Ursprung des Hakas ist der, dass sich die Männer vorrangig aufs Schlachtfeld begeben haben und sozusagen, das war ein Warm-up, das war ein gemeinsam sich als Team fühlen, als eine Einheit, links ein Mann neben sich, rechts ein Mann neben sich und diese Einheit zu beschwören, ja, ein Ritual, um das zu beschwören und in eine gemeinsame Kraft zu kommen. Von daher ist es vorstellbar, dass wir hier sowas auch haben. Gibt so hin und wieder ein paar Untersuchungen darüber, Leute, die sich auch auf Forschungsebene beschäftigen. Aber erstmal glaube ich wichtig, dass wir annehmen und akzeptieren, dass wir auch wir sowas hatten. Leider gibt es die Überlieferung nicht, aber ich bin mir sicher, wir hatten auch sowas. Was Spannendes ist, seit etwas mehr als einem Jahr habe ich jetzt Kontakt zu einem Maori, und das will ich noch kurz an der Stelle erwähnen, der genau von sowas auch ausgeht. Der gute Mann heißt Toroa, und Toroa erzählt, dass wir auf jeden Fall solche Wurzeln auch haben. Und sein Anliegen ist es, mit dem Haka, indem er ihn hier verbreitet, indem er ihn hier an die Europäer weitergibt, dafür zu sorgen, dass wir uns an diese kulturellen Wurzeln erinnern, an unsere eigenen Wurzeln erinnern und sozusagen auch wie zu einem eigenen Krafttanz damit kommen. Ja? Und das ist, finde ich, eine wunderbare Idee, und ich stehe da mit ihm sehr gut in Kontakt und wir arbeiten gerade an diesen Geschichten weiter.